Mit ihrem innovativen Ansatz, sich mit ihrem Körper zu beschäftigen, hat sie eine neue Richtung eröffnet. Sie möchte nachspüren, nachfühlen, was für Gefühle, Emotionen in ihrem Körper selber enthalten sind und diese Druckpunkte und diese Spannungsmomente auf den Malgrund übertragen. Im Laufe der Jahre verbindet sie dann diese zwei Sichtweisen, dieses von der Body Awareness kommende Fühlen aus sich selbst heraus mit einem Realismus, in dem sie eben dann Gegenstände oder Tiere in Dialog setzt. Also das Gesehene und das Gefühlte treten im Bild miteinander in Beziehung, wobei die Berührung der einzige Verbindungspunkt bleibt und jeder Teil eher isoliert, so wie sie sich auch selbst empfunden hat, dann auf der Komposition zu sehen ist.